Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Zu Gast ist heute Dominik Wilhelm, Principal bei Headline. Der führende globale Risikokapitalinvestor gab heute bekannt, neues Kapital in Höhe von 943 Millionen US-Dollar über drei verschiedene Frühphasenfonds zur Finanzierung der nächsten Generation von globalen Gewinnern im Technologiebereich bereitzustellen. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Seed-Stadium in den Bereichen Web 3.0, Krypto, B2B-Software und Fintech. Mehr dazu jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Toll, große Neuigkeiten bei Headline. Bei uns ist Dominik Wilhelm, Principal von Headline, und ja, wir sprechen aus gegebenem Anlass. Hallo Dominik. Hi Jan, freut mich hier sein zu dürfen. Super, dass wir sprechen, Dominik. Und ja, erstmal Glückwunsch. Von außen betrachtet sieht so aus, als hättet ihr einen ziemlichen Lauf, ne? Ja, also ich nehme natürlich die Glückwünsche gerne entgegen fürs ganze Team, obwohl ich da nur eine sehr kleine Rolle gespielt habe. Aber wir freuen uns natürlich über die News jetzt heute, ja. Das überrascht umso mehr. Also irgendwie ist es so ein Ausrufezeichen in Richtung Markttrend. Man hat so das Gefühl, gerade der Markt geht in eine ganz andere Richtung. Jetzt kommt ihr und jetzt müssen wir vielleicht mal aufdecken, worüber wir eigentlich sprechen. Ihr kommt gleich mit 3 Fonds um die Ecke, mit 3 neuen. Genau, ja, also wir dürfen heute verkünden sozusagen, dass wir insgesamt eine knappe Milliarde an neuem Geld eingesammelt haben. Und das ist aufgesplittet auf eben das US-Vehikel, das wir haben, das 7. nun, das Europa-Vehikel, ebenso das 7. und das 3. Vehikel in Brasilien. Wir müssen gleich mal über diese geografische Ausrichtung sprechen, aber lass uns vielleicht nochmal kurz dabei bleiben. Warum jetzt mit so, also ich meine, eine knappe Milliarde ist ja so ein Ausrufezeichen, das kennt man in Deutschland, aus Deutschland heraus eigentlich gar nicht, ne? Jetzt sind es natürlich internationale Fonds, aber aus Deutschland heraus, ich habe so eine Dimension noch nicht wahrgenommen, glaube ich. Ja, also ich sag mal so, das ist relativ organisch auch bei uns gewachsen, ne? Dadurch, dass das jetzt die 7. Generation nunmehr ist in Europa und es uns ja auch schon seit einigen Jahren gibt, ist es natürlich nicht so, dass das jetzt der erste Fonds ist, sondern dass das einfach organisch gewachsen ist und die Fonds immer größer wurden. Also der letzte Fonds in Europa war quasi 150 Millionen und der jetzige ist dann eben mehr als diese Zahl verdoppelt, 320 Millionen Euro nur für Europa. Und das war eben auch sozusagen notwendig, angepasst an das Marktumfeld aus den letzten 2 Jahren, aber eben auch an unsere Ambitionen. Klingt jetzt sehr bescheiden, wie du das sagst, finde ich, ne? Also man könnte jetzt auch sagen, von außen betrachtet, es sieht so aus, als würden euch Limited Partners das Geld hinterherwerfen. Nee, ganz so ist es natürlich nicht, sozusagen. Also wir können uns sehr glücklich schätzen insofern, als dass der Großteil der LPs wirklich auch schon LPs war in den letzten 3-4 Fonds. Ja, also wirklich haben jetzt nicht, sage ich mal, die Türe weit aufgemacht für neue Parteien, die an Bord gekommen sind. Aber natürlich, wenn man den Fonds mehr als verdoppelt, dann nimmt man auch neue LPs dazu und auch eine andere Kategorie an LPs, da die Tickets dann auch irgendwann größer werden. Aber prinzipiell sind wir sehr froh darüber, über langfristige Partnerschaften, die wir schon haben. Ja. Du bist ja schon länger dabei. Die Gründungsstory, wenn ich mich richtig erinnere, von Headline ist ja also ursprünglich mal eVentures. Das war ja ein sehr Otto-nahes Konstrukt. Ist das noch so? Nee, überhaupt nicht. Also genau, wir kommen ja eigentlich aus San Francisco heraus, also erst davor wirklich ganz klassisch in US damals gegründet, dort begonnen zu investieren, dann nach Europa geschaut und mit der Zeit quasi weitere Büros aufgemacht und auch wirklich die LP-Basis komplett diversifiziert. Heute sind wir ein ganz klassischer Venture-Capital-Fonds, auch schon seit über 10 Jahren ganz klassischer Venture-Capital-Fonds mit diversen LPs, seien das jetzt Endowments, seien das Family Offices, seien das Pensionskassen und Sovereign Wealth Funds. Und da ist Otto immer noch dabei und auch ein sehr guter Partner und ein Partner, der uns früh Vertrauen geschenkt hat, aber ist eben einer von vielen heute. Lass uns mal vielleicht über die Themen, die ihr investiert, sprechen. Das klingt von außen betrachtet sehr breit, ne? Genau. Wir waren immer sehr breit unterwegs, einfach dadurch, dass wir sehr viele Geografien covern und auch sehr viel sehen können. Andererseits auch dadurch, dass wir eben auch automatisiert sourcen und da unsere Technologie haben und die uns ganz anbeißt, sozusagen einfach diverse verschiedene Firmen ausspielt und Industrien. Und deswegen haben wir über die Jahre sehr viele verschiedene Investments gemacht, sei das jetzt
Consumer, sei das B2B, sei das Open Source, teilweise eben auch sogar Hardware mit dabei. Das sieht man auch, wenn man sich das Portfolio anschaut. Heutzutage und vor allem auch mit dem neuen Fonds, jetzt momentan fokussieren wir uns auf ein paar weniger Bereiche sozusagen, obwohl wir natürlich die Augen und Ohren weiter offen halten. Das ist einerseits B2B, B2B SaaS, andererseits jegliches Fintech-Thema und dann als drittes beispielsweise auch Climate Tech. Und diese geografische Ausrichtung, wie kam es jetzt dazu? Ich meine, man kennt das immer wieder mal. Ich glaube, Early Bird hat ja auch einen Osteuropa-Fonds, wenn ich es richtig, oder einen Türkei-Fonds, ich bin jetzt gar nicht richtig ganz sicher, aber auf jeden Fall in der Richtung. Dann gab es ja in den letzten Tagen Sequoia, die einen China-Fonds announced haben. Also man sieht das immer wieder mal, aber es ist jetzt nicht total typisch, oder? Nee, ich denke auch nicht, ja. Also der normale Gang ist sozusagen, oder von den großen VCs aus US und so kannte man es immer so, dass sie eben ein US-Vehikel hatten und dann vielleicht mal ein Europa-Vehikel gestartet haben oder auch ein Asien-Vehikel, teilweise auch den Gang nach Europa gegangen sind, der dann nicht so geklappt hat. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gibt es eine neue Welle von US-VCs, die eben auch dediziert hier investieren. Wir haben es immer so gesehen, dass wir gesagt haben, gute Gründer, gute Firmen kommen wirklich von überall auf der Welt oder haben wirklich die Möglichkeit, von überall zu kommen. Und um diese bestmöglich zu unterstützen, braucht man sowohl Leute, die wirklich on the ground sind, Netzwerke on the ground und eben auch die Möglichkeit, sie früh zu erkennen. Deswegen macht es Sinn, wirklich Early-Stage-Fonds in jeweiligen Geografien zu haben. Aber weiterhin ist man auch eben nur der beste Partner, wenn man langfristig helfen kann bei der Internationalisierung, beim Scale-up und so weiter. Und das kann man dann eben wirklich nur, wenn man eine globale Plattform hat. Ja, deswegen die Struktur, die wir heute haben. Dann lass uns mal, ich habe ja verstanden, die drei Fonds sind auch komplett unabhängig voneinander. Lass uns mal vielleicht mit dem Brasilien- oder Südamerika-Fonds anfangen. Wie ist denn da die Marktlage? Ja, es ist ganz spannend. Ne? Man kann ja immer vergleichen US mit Europa und dann Brasilien, Asien. Wir sind ja auch noch in Asien vertreten. Das sind dann nochmal ganz andere Märkte sozusagen. Also ich glaube, der brasilianische Markt ist und war für uns immer ein sehr spannender, insofern als das da noch nicht wahnsinnig viel Geld vorhanden war, aber extrem starke Gründer, gerade auch Gründer brasilianischen Ursprungs, die eben in US beispielsweise studieren und dann zurück nach Südamerika gehen, um dort ihre Firmen zu finden. Und ich sag mal, wenn der Markt global so ein bisschen unten ist, und das sehen wir ja gerade, dann macht das auch vor Brasilien nicht Halt. Aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Riege hier an sehr starken Gründern und sehr starken Early-Stage-Firmen. Und vor allem auch Entwicklungen und Themen, die man so ein bisschen zeitversetzt zu US, aber vielleicht sogar auch zu Europa sieht. Ja, also Themen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hier spannend waren und jetzt so nach Brasilien kommen. Deswegen, man sieht den Downturn natürlich, aber man findet trotzdem dennoch sehr viele hochqualitative Firmen da. Aber seid ihr dann so ein bisschen in diesem Spiel, in dem Rocket Internet auch früher war? Also da hat man ja früher sehr früh, ich sage mal höflich, versucht zu adaptieren, was es an Erfolgsmodellen gab. Ne? Ist das quasi auch euer Blick, dass ihr sagt, naja, jetzt gibt es hier in Europa, Amerika, gibt es irgendwie ein spannendes Thema, das gibt es noch nicht in Südamerika. Lass uns jemanden finden, der das baut oder lass uns jemanden finden, der genau das macht? Nee, ich glaube, ganz so sehen wir das nicht sozusagen. Wir sind uns natürlich der sozusagen Rocket-Vergangenheit gerade im Berliner Ökosystem und so weiter sehr bewusst. Und da sind auch wirklich große Firmen rausgekommen. Ja. Also ich finde es auch gar nicht richtig, dass sozusagen, wenn man das so verteufelt an ganz vielen Stellen. Bei uns ist es eher so, dass wir spannende Modelle hier sehen oder spannende Gründer sehen und dann auf jeden Fall mit den US-Kollegen oder auch mal Brasilien-Kollegen sprechen und fragen, was habt ihr denn da so gesehen? Ja? Macht das vielleicht doch mehr Sinn regulatorisch in eurer Geografie als jetzt in Europa, wo man beispielsweise sehr schnell internationalisieren muss und sich mit sehr viel Regulatory Frameworks irgendwie beschäftigen muss? Also da stehen wir in sehr engem Austausch, aber wir schauen jetzt nicht dediziert nach Modellen und suchen dann Gründern und inkubieren das quasi. Ja, das ist nicht ganz unser Modell. Und jetzt, wenn es jetzt quasi Modelle gäbe, in die ihr investieren könntet, die, ich sage jetzt mal, relativ ähnlich sind in Europa und Südamerika oder USA, ist das ein Weg, den ihr gehen könnt? Oder glaubt ihr immer schon an die globale Kraft von so einem Unternehmen und sagt, wir können eigentlich auf jedes Thema nur einmal, wir haben ja gerade vorhin gesagt, die Fonds sind unabhängig voneinander aufgestellt, aber sind sie dann so unabhängig, dass man trotzdem nicht guckt, ob wir was Ähnliches schon im Portfolio haben? Also die Fonds sind unabhängig voneinander aufgestellt, aber es ist eine globale Plattform. Globale Plattform soll heißen, dass, was die Carry-Strukturen angeht, auch sozusagen man in anderen Fonds incentiviert ist und jeder wirklich an einem Strang zieht. Ja. Und ich sag mal, vor 4-5 Jahren hätte ich dir wahrscheinlich die Antwort gegeben, wenn wir ein Thema in US begonnen und dort investiert haben, dann machen wir es wahrscheinlich nicht in Europa. Heutzutage ist es so, dass für bestimmte Themen sozusagen Märkte, singuläre Märkte einfach groß genug sind auch schon und bestimmte US-Firmen gar nicht nach Europa wollen oder auch bestimmte Europafirmen gar nicht nach US wollen beispielsweise. Und da ist es dann so, da setzen wir uns dann zusammen und sprechen erstmal natürlich mit den Portfoliogründern. Wenn die das als kompetitiv sehen, dann würden wir es auf keinen Fall machen. Sprechen aber auch selbst innerhalb der Partnerschaft darüber,
wie wir das Thema sehen. Weil grundsätzlich, und das ist über die Fonds hinweg, wollen wir sehr früh in Firmen investieren, Pre-Seed, Seed beispielsweise, und diese Firmen dann wirklich auch international groß machen, ja. Und dahingehend wirklich globale, sagt man ja immer so schön, Category Creator bauen. Und das heißt dann, dass man im Bestfall natürlich eine Firma findet, sei es jetzt in Brasilien oder in Deutschland, Europa, und die dann eben global groß macht. Ja. In Europa vermutlich kennt man euch am besten, wobei du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid in den USA entstanden. Wie ist denn euer Standing in den USA gerade? Kommt ihr da in die Deals rein, in die ihr rein möchtet? Ja, es ist natürlich so, in den USA ist prinzipiell, oder war immer schon so, ne, die Szene etwas kompetitiver als in Europa. Auch mit einem Grund dafür, dass relativ viele US-VCs dann jetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren nach Europa mehr und mehr geschaut haben, weil eben die Bewertungen im Mean zumindest unter den US-Bewertungen noch lagen und das etwas weniger kompetitiv war. Das hat sich jetzt inzwischen schon wieder ein bisschen gedreht, würde ich sagen. Also da gleicht man sich relativ stark an. Prinzipiell funktioniert das wunderbar in den USA. Ja? Also gerade in den USA macht es total Sinn, dadurch, dass du einen großen homogenen Markt hast, eben über die automatisierte Sourcing-Komponente beispielsweise, ja. Also EVA, das System, das wir gebaut haben intern, das uns wirklich Firmen ausspielt oder Growth-Signale ausspielt, die Firmen betreffen und mehrere Millionen Entities trackt, das funktioniert wunderbar in den USA. Und eben auch nicht nur an der West Coast oder auch nicht nur an der East Coast, sondern komplett USA, ja. Da vergisst man ja immer ganz viele Landstriche, die da in der Mitte liegen beispielsweise. Jetzt hast du IFA schon angesprochen, hatte ich gelesen und habe mich dann gefragt, wofür braucht man jetzt eigentlich noch Mitarbeiter bei Headline? Frage ich mich auch. Nee, also prinzipiell ist Venture Capital, und das sehen wir, glaube ich, auch alle intern so, ein People's Business. Ja? Und ich glaube, prinzipiell sollte es auch darauf ankommen, dass man den bestmöglichen Partner jetzt aus Gründersicht für die Reise wählt. Ja, also die Person, von der man denkt, sie bringt einen Mehrwert, und die Person, von der man denkt, mit ihm oder ihr kann man wirklich 10 Jahre und möchte man 10 Jahre plus zusammenarbeiten. Ja. Und das wird nie eine Maschine auf der Welt ersetzen können, hoffe ich. Ja, weil ansonsten wird das ein uninteressantes Business, meiner Meinung nach. Wobei aber diese Sourcing-Komponente eben helfen kann, diese automatisierte, ist wirklich unbiased auf Firmen zu schauen. Also man spricht sozusagen ja immer darüber, was läuft falsch im VC und Diversity und so weiter. Und ich sage immer, ich bin das Problem im VC. Ja, ich bin ein weißer deutscher Mann sozusagen und investiere das Geld. Und Growth-Signale werden über diese automatisierte Sourcing-Komponente ausgespielt, ganz egal, wer als Gründer dahinter sitzt beispielsweise. Ja, und das dann eben in großen Mengen skalierbar darzustellen, das vermag eben kein Einzelner oder keine Einzelne zu tun, sondern dafür braucht man quasi eine Maschine, wenn man so plakativ sagen möchte. Ist ja interessant. Das heißt, im Prinzip, man könnte jetzt mal vielleicht auch vergleichen, was die Maschine ausspielt und was dann hinterher durch die Person nochmal gefiltert wird. Weil du hast ja gerade gesagt, es ist ein People's Business. Dann könnten ja trotzdem hinterher die persönlichen Präferenzen, auch wenn du jetzt eine Liste mit 100 Unternehmen vorgeschlagen bekommst und da sind, ich sag mal, bei 50 sind Female Founder an Bord, könnte ja trotzdem sein, das wird eigentlich von dir dann oder von eurem Team ignoriert oder auch jedem anderen Investor, weil man seine persönlichen Präferenzen trotzdem noch hat, oder? Genau, wobei natürlich ein Großteil der Firmen schon direkt rausfällt, weil einfach die Signale nicht da sind. Ja. Und deswegen wird ein großer Bias, den man normalerweise vielleicht hätte, weil ich mag die Uni, auf die diese Person war oder ähnliches, einfach direkt wegfällt. Ja. Und dann im weiteren Verlauf ist es natürlich auch so, dass man intern jetzt nicht alleine auf einen Deal schaut, sondern wirklich mit 3-4 Personen im Prozess dann auf einen Deal schaut. Und ich glaube, so findet man einen Weg, um eben Biases möglichst auszuschließen. Dass wir das jetzt hundertprozentig schon schaffen, ich glaube, da sind wir noch etwas von entfernt. Das ist, glaube ich, auch wünschenswert, aber nicht realistisch. Aber ich glaube, durch diesen automatisierten Ansatz hilft es schon sehr. Jetzt habe ich tatsächlich in eurer Pressemeldung geschmunzelt, weil bei Eva steht dran KI, und das ist ja so quasi das Buzzword, mit dem jedes Pitchdeck gefüllt wird von Gründern. Habe ich mich gefragt, ist das bei euch tatsächlich KI oder ist das eben auch so eher so eine gewünschte KI, so nah dran, aber dann doch nicht richtig? Ja, also um da in depth sozusagen zu sprechen und die ganze stolze Message auch zu bringen, müsste ich jetzt wahrscheinlich Konrad und Tom hier mit ins Gespräch holen, die daran schon seit 15 Jahren plus basteln. Ja, so lange bin ich ja noch gar nicht dabei. Aber wir haben das wirklich seit Anfang an fast der Firma in Betrieb und entwickeln das stetig weiter. Was am Ende, was die KI macht oder die Plattform macht, ist aggregiert sozusagen über 20 Datenpunkte pro Website und Firma zu tracken, über Zeit zu tracken. Und in diesem Verlauf quasi, inzwischen sind wir, glaube ich, bei 7-8 Millionen Entities, die konstant quasi getrackt werden. Das sind ganz verschiedene Signale. Das sind einmal, kann das natürlich Visitor Growth beispielsweise sein, einmal kann das Backlink Growth sein, einmal können das Online-Marketing-Signale sein, Hiring-Signale etc. pp. Das ist erstmal ein Tracking, aber über die 10, 15 Jahre hat die Plattform natürlich gelernt, ja, und kann uns heute sozusagen Predictions geben im Sinne von,
das ist eine Firma, die wurde vor 3 Jahren gegründet, mit so und so viel Startkapital ausgestattet. Bisher ist in der und der Branche und in dem Marktumfeld ist es realistisch, dass sie eine Seed oder Series A oder Series B raised in den nächsten 6 Monaten. Die Chance ist so groß beispielsweise. Ja. Also da kann man schon Korrelationen bilden oder kann man schon auch gute Algorithmen sozusagen formen. Aber natürlich sozusagen ist es jetzt nicht, man stellt sich das ja immer plakativ vor, dass dann ein Roboter da sitzt und sozusagen Firmen ausspielt. Es ist immer noch ein Zusammenspiel aus, wir kriegen die Datenpunkte, wir kriegen die Handlungsempfehlungen, aber wir sitzen natürlich hinter der Maschine dann, hinter dem Laptop und werten die aus und vergleichen die und schauen dann, mit wem es Sinn macht zu sprechen. Geht dann aber primär auch um Traction, höre ich gerade raus, ne? Weil das sind ja so öffentliche Datenpunkte, über die wir gerade sprechen. Genau. Ja, genau. Ich finde es deswegen spannend, weil wir hatten jetzt hier in Berlin zum Beispiel dieses Unternehmen Way oder Way, ich weiß gar nicht, wie sie genau ausgesprochen werden, die 2 Jahre lang oder auch Trade Republic das gleiche, die mehrere Jahre lang unter dem Radar gearbeitet haben im stillen Kämmerlein und dann irgendwann erst nach draußen kam. Wollte jetzt nur mal fragen, wie dann so eine Firma quasi von euch getrackt oder entdeckt werden könnte. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Zusammenhang im Sinne von, wie sourcen wir eigentlich und warum macht die Struktur, die wir haben, Sinn? Ja, einerseits ist es eben die automatisierte Komponente. Man nimmt, versucht, die Biases rauszunehmen. Man versucht, wirklich skalierbar große Mengen an Firmen auch zu sehen. Auf der anderen Seite aber eben auch die lokale Komponente und die Peoples-Komponente, dass man eben versuchen will, gute Gründer möglichst früh zu sehen, am besten zur ersten Runde sozusagen. Ja, First Institutional Ticket in Pre-Seed-Runde oder bestimmte Themenbereiche. Ja, gerade im B2B-Payments-Bereich oder ähnliche Geschichten, Open-Source-Bereich, da sieht man ja ganz spät kommerzielle Traction erstmal. Ja. Open-Source sieht man dann bestimmte Kennzahlen und B2B-Fintech sieht man andere Kennzahlen. Aber wenn man jetzt wirklich auf die Geschichten schaut, die wir beispielsweise auch mit der KI online sehen würden, dann dauert das einfach. Und dann kommt es eben darauf an, sehr nah am Ökosystem zu sein und sehr nah an den Gründern zu sein. Und eben frühe, gute Ideen sehr früh mitverfolgen zu können. Und ich glaube, dann kommt quasi die People-Schiene ins Spiel. Und apropos Ideen, ich hatte bei dir gelesen, in deiner kurzen Pressemeldung oder im Profil stand drin, dass du auf Ideen stehst, die aus einer persönlichen Erfahrung heraus entstanden sind. Und das fand ich irgendwie auch cool. Wie kam es dazu? Naja, also ich glaube sozusagen, es gibt ja immer so ein bisschen die Diskussion, was sind die besten Gründerprofile? Ja? Ist es jetzt der Investmentbanker, der Consultant? Ist es jemand, der operativ wirklich tätig war? Was funktioniert am besten? Und ich glaube, wir haben einfach gesehen, oder auch ich jetzt in den 5, 6 Jahren habe einfach gesehen, es ist wirklich nicht einfach, ja, dieses ganze Gründerding. Und ein VC hat einen viel, viel leichteren Job, sage ich da einfach mal so. Ja? Weil selbst wenn man Geld investiert, man wirklich sozusagen ein Portfolio an Firmen hat und nicht nur einer Firma, an der alles hängt und in die man sozusagen Schweiß und Herzblut reinsteckt. Und deswegen macht es meiner Meinung nach schon deutlich mehr Sinn, wenn man wirklich mit besonderen Problemen selbst in Kontakt getreten ist und eben auch wirklich inhärent getrieben ist, ja, von einem Problem, von einer Idee und sich besonders gut auskennt. Weil die nächsten 5 bis 10+ Jahre hoffentlich werden nicht einfach werden. Und wenn das dann eine generische Idee ist, ja, die ich mir beispielsweise ausgesucht habe, weil ich ein Spreadsheet hatte mit Marktgrößen, aber ohne jetzt wirklich Industrie-Insights zu haben, dann ist es für mich wahrscheinlich schwieriger, das dann wirklich auch 10 Jahre durchzustehen und durchstehen zu wollen. Nee, sehr cool. Nochmal kurz auf diese geografische Ausrichtung zurück, auf den Vergleich zwischen den 3 Fonds. Ist denn jetzt jeder Dollar, den ihr quasi eingesammelt habt, in den einzelnen Regionen auch gleich viel wert? Inwiefern? Wie meinst du das? Naja, bekommt man quasi das gleiche Startup oder den gleichen Anteil Startup, die gleiche Phase für den gleichen Wert? Also wir hatten ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass die US-VCs nach Deutschland und nach Europa gekommen sind, weil hier die Startups günstiger sind. Gleiches könnte ja jetzt für Südamerika gelten, aber wahrscheinlich überhaupt nicht für die USA, oder? Also ich sag mal, auf unserer Seite ist die Ausrichtung ein wenig anders, dadurch, dass die Fonds ja unterschiedlich groß sind. Also prinzipiell machen wir natürlich alle Early Stage, jetzt Europa, US und Brasilien. Aber von der Fondsgröße her wird es jetzt ein Brasilien etwas schwieriger haben, bis zu 15 Millionen an Ticketgröße zu schreiben, ja, weil das mit der Fondsgröße einfach jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Das heißt, Brasilien wird wirklich sehr, sehr früh gehen. Wir sind so ein Mix. Wir machen sehr viel Seed und Pre-Seed, versuchen wirklich sehr früh dran zu sein, können aber auch und machen auch gerne Series A, das heißt bis zu 15 Millionen US. Und wir heißt Europa, ja? Genau, wir heißt Europa jetzt in dem Fall. Und der US-Fonds macht auch Seed, aber macht vor allem auch noch viel Series A momentan und wird das auch weitermachen mit der Fondsgröße. Und ich glaube, was ist jeweils ein Ticket wert oder wie viel bekommt man da von der Company? Das war immer, wenn ich jetzt klassisch betrachte, dann hat man wahrscheinlich am wenigsten für einen Dollar in US bekommen. Dann lagen wir mit Europa so ungefähr in der Mitte und in Brasilien hat man noch am meisten dafür bekommen. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon angeglichen und gerade auch im Downturn jetzt
sehen wir, dass Bewertungen natürlich runtergehen durch die Bank, ja, und Downrounds passieren und Flatrounds passieren und so weiter. Ich würde schon sagen, US ist immer noch ein Stück weit kompetitiver vor Europa und Europa ein Stück weit kompetitiver vor Brasilien, aber es nähert sich an. Es nähert sich schon an. Und jetzt hast du gerade die Marktsituation schon angesprochen. Die Public Markets tun sich gerade ein bisschen schwer, gelinde gesagt. Das hat jetzt aber augenscheinlich auf eure Entwicklung hier keinen oder auch auf die Wetten, die ihr jetzt eingeht, keinen Einfluss. Das heißt, ihr seid zu früh, als dass euch das tangieren kann oder seht ihr jetzt auch schon die Downrounds in den frühen Runden? Nee, also ich glaube, erstmal tangiert das jeden VC, der ein Portfolio hat von Firmen, weil ganz egal, wie früh man reingeht, irgendwann müssen die nächsten Runden kommen, bei den meisten Modellen zumindest. Und dann hat man natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Reserves für die Anzahl an Firmen, die man eben gebackt hat. So dementsprechend hat das eine Tür auf uns sozusagen grundlegend Einfluss. Wir investieren ja auch im Growth-Bereich, also auch im Growth-Bereich hat das Einfluss auf uns und aufs Portfolio. Prinzipiell merkt man davon jetzt noch nicht so wahnsinnig viel im Pre-Seed-Seed-Bereich. Also man merkt eher sozusagen, dass Seed-Firmen, die ambitionierte Pre-Seeds geraced haben, jetzt vielleicht eine Bridge machen müssen, ja, weil es eben doch nicht so weitergeht mit dem Fundraising. Aber prinzipiell die Bewertungen im Pre-Seed-Bereich sind zwar etwas runtergegangen, sind aber dennoch bei den besten Firmen, bei den besten Gründern immer noch relativ hoch. Ja, wenn man es mal vergleicht mit vor 5 Jahren beispielsweise. Was bei uns, glaube ich, schon geholfen hat, ist, dass wir eben, und jetzt nicht ich, aber wir als Firma, dass wir eben vertreten sind seit 99, also wirklich schon mindestens 2 Krisen vorher mitgemacht haben. Und deswegen auch, glaube ich, jetzt nicht die verrücktesten Dinge gemacht haben und bei den verrücktesten sozusagen FOMO-Bewertungen mitgegangen sind die letzten 2 Jahre. Ich glaube, da gibt es schon 1, 2 Dinge, die manchen Playern auf die Füße fallen könnten. Aber prinzipiell hilft es, glaube ich, sage ich mal, wenn man 6 Fonds vorher hatte und auch die Performance vorher sehen konnte über die Krisen hinweg und dann jetzt mit dem 7. die Strategie nicht wahnsinnig verändert, sondern sich eher treu bleibt, aber eben wächst. Ich versuche gerade zu, also ich kenne natürlich jetzt eure Portfolios nicht, ich habe gesehen 420 Investments, die kann man jetzt nicht auswendig kennen, aber Quick Commerce habt ihr gemacht, das war ein FOMO-Thema, ne? Dann habt ihr ein NFT, also hat jeder, glaube ich, applaudiert, hat gesagt, wow, wie konntet ihr so rare so früh sehen, aber auch das Thema war ja wahrscheinlich jetzt im Nachgang relativ umkämpft und vielleicht damit verbunden auch die Frage, hat sich auch gedreht, ne? Also in beiden Fällen, wie seht ihr das gerade? Gibt es Modelle, die quasi so auf einem absteigenden Ast sind schon wieder? Also zu den beiden Themen ganz kurz. GoPuff, das Quick-Commerce-Thema, das haben wir gemacht, bevor Quick-Commerce auch nur irgendein Thema war, sozusagen. Also haben wir Luis auch schon mal erzählt, fand ich bemerkenswert. Ja, krass. Ja. Die Kategorie gab es damals noch gar nicht. Das haben wir wirklich, ich glaube, 2016 gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Also vor einigen Jahren und in US. Und dann ist die Firma erstmal auch im Stealth einigermaßen gelaufen, 3, 4 Jahre, bevor überhaupt bekannt wurde, was sie macht so wirklich. Ja, die ist einfach organisch gewachsen und ab einem bestimmten Zeitpunkt war sie einfach so groß in US, dass es sehr schwierig wurde, da zu konkurrieren. Und dann kam eben diese zweite Welle in Europa. Ich glaube primär auch über Universitäten, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja. Gewachsen quasi an Colleges, ganz klassisch. Das Facebook-Modell. Beispielsweise Facebook damals, genau. Und also das war damals für uns kein FOMO-Thema. Ja. Das war einfach wieder eine Firma gefunden, die hatte sehr gute sozusagen Unit Economics, extrem starke Gründer damals. GoPub ist ja auch an vielen, vielen Teilen profitabel. Also eine Sache, die in Europa quasi nicht existent ist mit den Quick-Commerce-Playern. Und man hat eben in den USA auch nochmal ganz andere sozusagen Eintrittsbarrieren mit Core-Licensing und so weiter. Das würde ich gar nicht als FOMO-Thema einordnen. Und Sorare würde ich auch nicht insofern als FOMO-Thema einordnen, als dass wir die Runde damals zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo der ganze NFT-Craze eigentlich noch gar nicht wirklich passiert war. Ne? Also dieses ganze Thema, bis das dann wirklich an die sozusagen Oberfläche geschwappt ist und da alle Leute Crazy Bored Ape Yacht Club Geschichten gekauft haben, da hatten wir die Runde schon gemacht sozusagen. Da warst du der erste Investor, ne, glaube ich, oder? Da waren wir sind zur Seed-Runde sozusagen rein, die haben wir angeführt. Die ersten Investoren am Anfang, das war beispielsweise Seedcamp, die haben die Pre-Seed damals gemacht, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr vor uns. Und beide Themen haben sich insofern gedreht, als dass sozusagen das Marktmomentum im Großen so einen kleinen Dämpfer erhalten hat. Ja, also 90% der NFTs sind einfach nichts wert heutzutage, weil damit kann man nichts machen. Und man hat die zu aufgeblasenen Preisen gekauft, weil man eben reich werden wollte schnell. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Ja, schnell bei Sorare, jetzt, ne? Ja, genau. Genau. Bei Sorare sozusagen ist ja die Sache, und deswegen haben wir auch investiert damals, dass man eben wirklich Utility hat mit den Karten, die man kauft. Also man kann mit denen spielen, man kann mit denen
Einnahmen generieren. Und es ist eher näher am Fantasy Gaming, ein Konzept, das es schon wirklich seit Jahren auch schon gibt, ohne NFTs, ja, als jetzt wirklich am NFT-Thema. Und bei Quick Commerce würde ich das ähnlich sehen. Dadurch, dass wir quasi mit GoPuff in US uns auch Backend-Strukturen und Lieferketten und so weiter über Jahre aufgebaut haben und Eintrittsbarrieren, finden wir es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass der Markt jetzt im Gesamten irgendwie runtergegangen ist, ja. Weil man eben sieht, crazy Runden raisen und innerhalb von kürzester Zeit milliardenschwer sein, das macht in den wenigsten Fällen Sinn, wenn man das Business Model noch nicht mal ausgeklügelt hat. Und gibt ja jetzt vielleicht auch für Player wie GoPuff oder so noch eine gute PE-Option, ne? Genau, also ich meine, da konsolidiert sich ja alles sozusagen auch über die letzten anderthalb Jahre. Ist natürlich die Frage sozusagen, zu welchem Preis man dann kauft oder kaufen möchte. Das ist natürlich die Frage. GoPuff ist ja inzwischen auch relativ stark in Europa vertreten. Auch wieder sozusagen den Schritt zurück zur internationalen Plattform. Wir wussten, dass die quasi nach Europa auch gehen wollen und haben denen insofern geholfen, als dass wir dann sie mit Fancy verbunden haben. Das war ja auch ein Investment von unseren in UK damals, auch Quick Commerce, und die haben dann Fancy übernommen. Fancy hat dann das Europageschäft begonnen und so weiter. Jetzt sind wir natürlich an den beiden Themen hängen geblieben, aber was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob ihr andere Themen seht, wo ihr jetzt auch vielleicht sagt, da waren wir vor einem Jahr noch, hatten wir noch Lust drauf und fand das Modell noch spannend, aber mittlerweile hat sich der Markt so stark gedreht. Ich glaube, E-Commerce war so ein Corona-Ding, was plötzlich alle überrascht hat, aber jetzt wieder, glaube ich, einen totalen Dämpfer hat. Aber vielleicht gibt es andere Modelle, wo du sagst, die sind nicht ganz so offensichtlich. Ja, also ich glaube, es gibt Themen, die wir sozusagen auch in den letzten zwei Jahren eigentlich immer wieder angeschaut und immer wieder ausgeschlossen hatten. Und daran hat sich jetzt nicht wirklich was gedreht. Also das hat sich eher bewahrheitet, so diese ganzen Roll-Up-Geschichten von irgendwelchen D2C-Brands beispielsweise, die auch sehr schnell sehr viel Geld eingesammelt haben, ja, aber die jetzt, glaube ich, auch keine einfachere Zeit haben werden in den nächsten Monaten. Man könnte natürlich... Ist aber nah am E-Commerce, oder? Wie siehst du das? Genau, ist nah am E-Commerce. Ja, genau. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, sozusagen B2B, BNPL und sowas oder generell BNPL, wenn man sich jetzt die Klarna-Entwicklung anschaut, es sieht jetzt auch nicht mehr so rosig aus momentan, ja. Ich glaube aber dennoch, und das haben wir auch immer schon so gesehen sozusagen, B2B-Payments und B2B-Fintech, da gibt es einfach wahnsinnig viele Blank Spaces noch, wo man schön investieren kann. Da hat sich, glaube ich, für uns nichts geändert. Man schaut dann eher danach, ist das jetzt ein sozusagen Balance Sheet-Business, ja, oder wie werden da sozusagen die Deadlines geraced und wie wird das Geld angelegt? Insofern, ich glaube, wir sind uns da sehr treu geblieben. Ich glaube, wir waren auch in den letzten zwei Jahren eher, sag ich mal, auf der vorsichtigen, in Anführungszeichen, deutschen Seite, ja, und haben sehr viele Modelle diskutiert, auch mit US diskutiert und so weiter, was eben da in dem Markt los ist, weil die haben ja meist ein, zwei Jahre Vorsprung, und was dann nach der Series B passiert bei bestimmten Themen, ja, und nicht vorher. Und deswegen, glaube ich, hat sie nicht wahnsinnig viel gedreht. Wenn sich was gedreht hat, dann im Sinne von, wir versuchen etwas fokussierter auf den Markt zu schauen, beispielsweise B2B, B2B SaaS, B2B Automation, Fintech und eben auch Climate Tech, ja. Genau. Und Buy Now Pay Later habt ihr nicht gemacht, habe ich gerade rausgehört, ja? Doch, Buy Now Pay Later haben wir auch gemacht, aber immer mit speziellen sozusagen Angles to it. Ja. Weil ich wollte nur mal vielleicht an dem Beispiel nochmal kurz hinterfragen, wie sieht man denn als VC von außen, weil für mich ist Buy Now Pay Later eigentlich fast eher nur ein Feature, und das ist ja oft so eine Diskussion, die man hat. Ne? Wie erkennt man denn, wann ein Unternehmen nur ein Feature ist? Also prinzipiell sozusagen kann man natürlich sagen, man erkennt das daran, wie groß das Unternehmen schlussendlich geworden ist. Ja, also ja, rückblickend, ne? Ja. Rückblickend, ja. Genau, das ist die einfachste Antwort sozusagen. Ansonsten kann man sich natürlich, also was für uns immer sehr gut funktioniert, wenn ich jetzt mal das Beispiel B2B nehme, ist eben mit unserer LP-Basis zu sprechen. Ganz einfach, ja, wirklich DD zu machen, Reference Calls zu machen. Diese Geschichten, die sehr interessant waren vor 3-4 Jahren, die man dann teilweise in der Industrie in den letzten zwei Jahren außen vor gelassen hat, weil ein Prozess so schnell lief. Da hat man weniger DD gemacht, weniger Ref Calls gemacht. Aber wenn wir jetzt sozusagen E-Com BNPL Modelle uns anschauen, dann rufen wir halt mal einen Otto an, ja, oder rufen halt mal einen Deichmann an, beispielsweise, oder rufen andere LPs an, die bei uns seit Jahren investiert sind, und fragen die sozusagen, was macht ihr selbst? Ist das spannend für euch? Wie groß könnte das bei euch werden? Ja, und dann kann man ja extrapolieren sozusagen, wie viel weitere LPs in dieser Größe könnte es geben, beziehungsweise Firmen, die das Produkt nutzen, und wohin kann das auch intern im Stack wachsen, beispielsweise. Ja, und das gibt dann ein ganz gutes Gefühl. Nur man muss halt in den Austausch gehen. Ja, ist aber nicht ganz das, was ich meinte. Also wir müssen es jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber so ein Buy Now Pay Later, das könnten Sie ja nutzen. Aber die Frage ist ja, ist das hinterher ein Unternehmen, was das gründen muss, also ein eigenes Startup, oder ist es nicht irgendwann eher ein Visa oder wer auch immer, ne? Also irgendein etablierter Payment Provider, der das einfach mit anbieten kann. Das ist eigentlich eher die Frage.
Ja, aber da kann ja ein Otto zum Beispiel sagen, ein Visa würden wir nie nutzen, weil XYZ. Oder wir würden es selbst nicht machen, weil es nicht unser Core-Modell oder ähnliches. Ja? Und das hören wir eben ganz oft in so, weil ich meine, die Nummer eins Frage von uns VCs ist ja auch immer, warum macht das nicht ein Google, Apple, wie auch immer sozusagen. Ja? Oftmals ist es einfach so, dass es nicht das Core-Modell. Also ich glaube, im Payments-Bereich muss man ein bisschen unterscheiden. Da macht Apple jetzt zum Beispiel sehr viel. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt plötzlich sind die aufgewacht. Ne? Also ist ja, genau, da macht Apple sehr viel. Aber ich glaube, auch hier gibt es bestimmte sozusagen entweder Verticals oder sehr spitze Geschäftsmodelle oder Go-to-Markets, wo dann Apple auch sagen würde, gut, wir haben so viel Cash auf dem Balance Sheet, dann kaufen wir lieber eine Firma, anstatt das wirklich von null wieder aufzuziehen. Ja. Und dann vielleicht letzte Frage nochmal dazu. Was sind denn jetzt so die Themen, auf die ihr jetzt setzt, also die euch jetzt begeistern? So, was ist denn so die nächste Welle an, weiß nicht, Dingen, die euch, wo bei euch im Team die Augen beginnen zu leuchten? Ja, ich glaube, da könntest du jetzt die 8, 9 Leute fragen, die im Team sind. Du würdest 8, 9 sozusagen Antworten bekommen. Ach, spannend, ja, okay. Insgesamt. Und das ist auch das Schöne, weil ich meine, dadurch kriegt man ja ein schönes Portfolio zusammen. Ja. Dass jetzt nicht jeder eben aufs gleiche Thema so haut, sondern jeder oder jede die eigenen Vorlieben hat sozusagen. Das klingt immer nach vielen Diskussionen bei euch, ne? Super viele Diskussionen. Ne? Ich glaube, teilweise sind wir da auch zu demokratisch fast schon. Aber das war immer die Arbeitsweise und so sind wir jetzt 7 Fonds lang oder 6 Fonds lang zumindest sehr gut gefahren. Es ist nicht so, dass eine Person jetzt hier jeden Deal durchdrückt, den eben diese Person dann will. Und wenn der Deal dann nicht funktioniert, dann rollt eben dieser Kopf sozusagen. Sondern es ist wirklich sehr demokratisch und das war es immer schon. Aber wie am Anfang gesagt, ne? Ich glaube, prinzipiell vom Fokus her, mehr B2B als Consumer momentan, muss man einfach sagen, weil Consumer beispielsweise eher in US jetzt auch für viele Modelle interessant ist als in Europa. Relativ viel Fintech, auch Fintech im Verbund mit Krypto, ja, muss man auch sagen. Wobei natürlich der DeFi-Market und generell auch der Krypto-Market eine ähnliche Entwicklung hatte wie sozusagen die Public Markets momentan, aber das kann man ja auch als guten Startpunkt sehen. Und dann natürlich jegliches Climate-Thema, wobei wir uns hier auch auf speziellere Themen sozusagen fokussieren und bestimmte Themenbereiche auch relativ abgeschlossen haben, weil wir uns die schon echt hoch und runter angeschaut haben und einfach nicht, da wieder die Frage kommt, ist es ein Feature oder ist es wirklich eine Firma? Aber ich glaube, diese drei Kernthemen würde ich herausheben. Aber das heißt, Krypto-Payments und Klima, die beiden Beispiele zeigen ja eigentlich, Krise ist auch eine Chance, ne? Du, total. Ich glaube, Krise, und das ist immer so plakativ, ne? Als VC kann man einfach sagen, Krise ist eine Chance. Und dann hören das wirklich Gründer, die gerade eben eine Downround raisen müssen, ja, und denken, okay, klar, sich, worüber reden die Leute. Ja, uh-huh. Aber prinzipiell sollte man da immer irgendwie humble sein. Aber ich glaube wirklich, Krise ist eine Chance, weil ich glaube, man sieht auch gerade sozusagen, es überlegen sich ganz viele Leute gerade, sowohl im VC als auch operativ tätig in Startups, ob sie nicht rausgehen und selbst was machen. Ja, weil es eben so ein ganz guter Zeitpunkt ist, sich zu fragen, was mache ich eigentlich wirklich gerne und wo habe ich noch eine Idee und was könnte ich jetzt einfach mal versuchen, ja? Weil man sieht das so ein bisschen als so ein Reset, würde ich sagen. Ja, total. Und zeitgleich, man hat jetzt das Gefühl, es kamen jetzt auch noch sehr, sehr viele Fonds in der letzten Zeit. Jetzt habe ich nur den deutschen und europäischen Blick, ne? Aber es wurden, und jetzt kommt ihr nochmal um die Ecke mit fast 1 Milliarde, war nicht während der Corona-Phase eigentlich schon zu viel Geld am Markt und wird das jetzt dann dadurch nicht nochmal irgendwie verrückter? Also ich glaube, prinzipiell kann es nie genug Fonds geben, um ehrlich zu sein. Ja, also ich glaube prinzipiell im Startup-Bereich und damit sich wirklich die Ökosysteme und die Netzwerke formen, wie das schon vor Jahren in US passiert ist, an der West Coast beispielsweise, kann es nie genug Fonds geben oder zumindest auf weite Sicht nie genug Fonds geben. Ja, aber es gibt so viele gute Gründer und Gründerinnen, die man finanzieren kann und auch so viele gute Gründer und Gründerinnen in SPE, die eigentlich noch gar nicht wissen, was das bedeutet und dass sie was gründen könnten beispielsweise, dass man wirklich noch sehr viel Arbeit dazu leisten hat in Europa. Und ich meine, der Markt die letzten 2 Jahre, das ging eben nach rechts oben, wenn man so, wie man so schön sagt, also wenn man sich die klassische Matrix vorstellt, die wir in vielen Pitch-Decks sehen, dann ging einfach die Entwicklung nach rechts oben. Ja. Ich glaube jetzt, die nächsten, weiß ich nicht, das nächste Jahr, die nächsten 1,5 Jahre wird das etwas anders sein. Und es haben viele Fonds Geld geraced und es ist viel Dry Powder und das Dry Powder soll auch investiert werden. Deswegen, ich glaube, das ist eine super Ausgangssituation für alle Beteiligten momentan. Ich glaube aber auch, dass es Fonds gibt, sozusagen, die sehr schnell sehr viel Geld geraced und investiert haben und das eben nicht mit der Kenntnis von verschiedenen Krisen und die dann vielleicht keinen dritten oder keinen vierten Fonds raisen werden, weil irgendwann fragt man nicht mehr nach Paper Gains, sondern nach wirklich realisierten Exits und dann wird es halt schwierig werden. Ja. Aber ich bin da total bei dir. Ich glaube, gerade in der frühen Phase ist jetzt so viel Geld am Markt, dann hoffentlich sehen wir so eine nächste Gründungswelle. Das wäre so mein, also wenn man was Positives sehen möchte in der Krise, wäre das, glaube ich, ein super Takeout. Ne? Auf jeden Fall.
Super. Dominik, es hat großen Spaß gemacht. Jetzt vielleicht zum Schluss die Frage, ob wir was vergessen haben. Ich bin gar nicht sicher, ob wir alle Themen gut abgedeckt haben, aber ich glaube eigentlich schon, ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Wenn ich noch shameless Promotion machen darf, sozusagen, ja, sehr gerne. Die eben einhergehen sozusagen mit den neuen Fonds. Also Krise hin oder her, die Strategie bei uns geht weiter, ja, Pre-Seed bis Series A. Versuchen wir wirklich die besten Gründer zu finden im Dachmarkt, aber auch wirklich komplett Europa, also auch Nordics, auch UK, auch Frankreich, verstärkt auch on the ground mit Büros dort und freuen uns natürlich über jeglichen Gründer, Gründerin, die was Spannendes sozusagen bauen wollen und wollen da eben sehr gerne der langfristige, auch internationale Partner sein. Ja. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Perfekt, Dominik. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und fragen jeden unserer Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Cool. Ja, sehr gerne. Also ich würde gerne auf die Firma Clarp zu sprechen kommen. Schreibt sich C-L-A-P, clarp.io. Das ist eine Firma, die eine Software baut für asynchrone Meetings sozusagen. Das heißt, man kann sich das vorstellen als eine Kombination aus dem Aufnehmen von Videos auf der einen Seite, einmal durch den eigenen Screenshare und durch die Webcam und dann durch die interaktive Kollaboration danach sozusagen. Man kann über diesen Screenshare dann ein Polling legen, Comments legen und gemeinsam einfach zusammen an Projekten arbeiten, ohne eben in, sag ich mal, relativ unproduktiven Meetings zu hängen all day long. Also das ist ein Freemium-Tool, richtig gute Geschichte, sehr gute Gründer, auch sehr schöner Anklang schon gefunden über Product Hunt, wo sie, glaube ich, Product of the Day und Week waren. Und ich benutze das wirklich sowohl im Team als auch in der Zusammenarbeit mit ein, zwei Portfolio-Companies von mir. Und man spart sich einfach Zeit. Man kann muss nicht auf Zeitzonen achten, was auch im internationalen Setup sehr viel Sinn macht. Und es ersetzt beispielsweise Loom mit einer besseren Oberfläche und mehr Interaktivität. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Dominik, es war wirklich cool. Vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Insights und Glückwunsch nochmal zu euren drei neuen Fonds. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Das klingt ja so, als bahnen sich dann auch die ein oder anderen großen News an, was das Thema, also wohin dieses Dry Powder gerade wandert. Ne? Genau, nee, machen wir gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Dominik Wilhelm, Principal bei Headline. Anlass des Gesprächs waren die 943 Millionen US-Dollar, die Headline als frisches Kapital aufgenommen hat. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.